Moin Leute, willkommen im Budeland. Im heutigen Video geht es um einen Lautsprecher und zwar habe ich hier von Anker den Anker Soundcore Flair 2. Der wurde mir jetzt gerade zugeschickt im Rahmen des Anker Power Tester Programms und ja, ich bin sehr gespannt, was das Ding kann. Ich habe ja schon den einen oder anderen Lautsprecher von Anker gehabt. Das ist wie gesagt das neueste Modell, Flair 2. Es gab auch schon den Flair Nano, glaube ich, und irgendwie den Flair Plus. Das Ding kostet, Stand heute, so um die 80 Euro. Und ja, das Ding werden wir uns heute mal anschauen, gucken, was da so für verschiedene Funktionalitäten sind, was die Soundcore-App so hergibt. Und einen Soundtest werde ich heute nicht machen. Es ist jetzt schon ein bisschen spät abends und ich möchte das Ding dann mal so ein bisschen gegen meinen Amazon Echo 3 und auch den Echo Studio mal antreten lassen. Das mache ich dann doch lieber mittags oder nachmittags, aber nicht abends um die Zeit. Also deswegen, Soundtest gibt es heute mal nicht. Es gibt nur das Unboxing und so die Verbindung mit dem iPhone. Und ja, dann gucken wir uns das jetzt mal aus der Nähe an. Und ich wechsle mal die Kamera. Also hier haben wir die Verpackung. Die ist ziemlich vollgepackt mit Marketingzeugs. Ihr seht schon hier unten die Bass Up Technology Dual Beat Driven Light Rings. Ne? Ihr seht oben und unten sind so Lichtringe, die so quasi zur Musik der Feedback geben sollen. Was ein ganz lustiges Feature ist, man kann bis zu 100 Speaker von diesen Flair 2s miteinander koppeln quasi über die Soundcore. App geht das dann, glaube ich, alles. Ich habe jetzt leider keine 99 anderen zur Verfügung. Mal gucken, ob ich da ein paar noch zur Hand kriege, damit ich das mal testen kann. Dann haben wir hier noch 12 Stunden Playtime. Das Ding funktioniert auch noch im Akkubetrieb. Also ihr müsst das Ding nicht dauerhaft am Stecker haben. Fully waterproof. Also es soll wohl auch irgendwie bis zu einem Meter wasserdicht sein für 30 Minuten. Und ja, das werde ich bei Gelegenheit dann auch nochmal testen. So, ihr seht schon hier, das ist diese Sync Up Sound and Light Cross-Feature-Funktion. Hier haben wir das Ganze nochmal im Detail. Was ganz interessant ist, wir haben hier, wie ihr es hier sehen könnt, ein USB-C-Kabel. Also hier ist ein USB-C-Stecker dran. Die App gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Und ja, noch mehr Werbung. Wie gesagt, ist von Anker. Sollte jetzt keine großartige Überraschung sein. Und gucken wir mal, was uns im Inhalt so erwartet. Incredible Sound, loved by 10 million people. Ist klar, ne? So. So, da haben wir hier erstmal das Gerät. Ist eigentlich ein relativ kleines und handliches Gerät. Also es passt in die Hand rein. Kann man sogar kloppen gehen damit. Wir schauen mal, was hier sonst noch so drin ist. Ich vermute mal, hier wird eigentlich nur noch Papierkram und ein USB Type-C Kabel ist hier noch drin. Packen wir mal weg, weil USB Type-C Kabel haben wir hier überall rumliegen. Dann ist hier noch ansonsten ein Quick Start Guide drin. Und das sieht mir schon wieder so nach Warranty Card oder sonst irgendwas aus. Ja, Sicherheitsinstruktionen. So, schauen wir uns nochmal das Gerät aus der Nähe an. Also wie gesagt, hier vorne haben wir hier so ein was Fellartiges, so stoffartig. Hier haben wir einmal Soundcore drauf. Hinten haben wir eine, das ist eine Taste. Das ist, glaube ich, dieser Bass-Up für die Zusatzbassfunktion. Und hier unten drunter müsste sich vermutlich, genau, der USB Type-C-Anschluss verstecken. Einziger Wehmutstropfen, was ich wohl schon gelesen habe, ist, man kann den Akku vom Soundcore Flair 2 nicht als Powerbank benutzen, wie man das bei anderen Lautsprechern kann. Das ist echt schade, aber was soll's, man kann ja nicht alles haben. Ne? Ansonsten gucken wir unten, haben wir noch so einen Boden, das ist so anti-rutschmäßig, so gummiert ist das. Und oben haben wir Tasten. Wir haben hier einmal Plus, lauter, leiser. Dann haben wir hier noch eine An-Taste. Das ist wahrscheinlich noch, um die Lichtringe zu steuern. Und hier in der Mitte soll, glaube ich, auch noch der Voice Assistant auf dem Smartphone gestartet werden können. So, ich starte das Ding jetzt einfach mal. Gucken wir mal, ob das Ding Akku hat. So, dann switche ich nämlich jetzt nochmal mein Smartphone. Dann schauen wir doch mal. So,
Hier finden wir schon den Soundcore Flair 2. Und schon sind wir verbunden. Ihr seht, damit startet Siri. Wunderbar. Das sind so die verschiedenen Lichtmodi. Das ist sowohl unten als auch oben. Was haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und aus. Also man kann das Licht auch komplett ausmachen. Also ich habe jetzt 6 verschiedene Modi gezählt. Ist ja ganz interessant. Gucken wir mal, was die Soundcore-App noch hergibt. Wir haben die Flare Series. Den haben wir jetzt hier verbunden. Wir suchen mal. So, wie wir sehen können, der Flare 2 ist jetzt verbunden. Das ist jetzt die Soundcore-App. Hier kann man die Lautstärke einrichten. Den Equalizer kann man hier noch ein bisschen an- und ausschalten. Hier sind verschiedene. Die Effekte kann man hier nochmal auswählen. Ihr seht, das waren die, wo wir gerade durchgesäppt sind. Kann man aber auch an- und ausschalten. So, was haben wir sonst noch hier so? Das war's eigentlich auch schon. Genau, das wäre jetzt der Partycast-Modus, wie ihr hier sehen könnt, wo man die ganzen Flare 2s miteinander verbinden könnte. Das machen wir jetzt aber heute nicht. Ja, mit dem Funktionsumfang möchte ich es jetzt erstmal belassen. Das war, wie gesagt, der Anker Soundcore Flare 2 Lautsprecher. Ich bin sehr gespannt, was das Ding drauf kann. Wie gesagt, ich werde demnächst einfach mal ein Video machen, was den Soundtest angeht. Ich werde dann einfach Musik gegeneinander laufen lassen, ohne es großartig zu kommentieren. Das wird in den nächsten Tagen kommen. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis die Tage. Ciao, ciao.